Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Matthias von Matz Gitarrenkurse. Heute mit einer weiteren Folge unserer Aufwärmübung bzw. zur Griffbrettübersicht. Und heute wollen wir uns die Note Cis oder Des anschauen. Also, wir kennen ja unseren berühmten Wald- und Wiesen-C-Dur-Akkord. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesem Oktav-Shape linken Zeigefinger einen Punkt weiter rutsche, bin ich ja bei Cis bzw. Des. Das heißt, ich habe schon mal diese beiden, also vierter Bund A-Seite, zweiter Bund B-Seite. Dann haben wir unseren A-Typ Power Chord natürlich hier, das heißt, die nächste Oktave wäre dann hier. Sechster Bund auf der G-Seite. Und dann haben wir ja, wenn wir davon ausgehen, also das hier ist das Cis oder Des, dann muss das natürlich auch hier sein. 12 Bünde weiter ist ja die Oktave. Und dann habe ich hier über dieses Oktav-Shape D- und B-Seite im 11. Bund auf der D-Seite das nächste Cis oder Des. Und dann habe ich ja hier entsprechend den E-Typ Power Chord, also Cis 5 oder Des 5. Dann habe ich hier die Oktave, das heißt im 9. Bund auf der E-Seite und damit natürlich auch auf der hohen E-Seite. Das heißt, ich habe jetzt 9. Bund E, 4. Bund A, 11. Bund D, 6. Bund G, 2. Bund B und wieder 9. Bund E, 2. Bund B, 6. Bund G, 11. Bund D, 4. Bund A und 9. Bund E. Nochmal. 9. Bund E, 4. Bund A, 11. Bund D, 6. Bund G, 2. Bund B, 9. Bund E, 2. Bund B, 6. Bund G, 11. Bund D, 4. Bund A und 9. Bund E. Ja, nochmal, 9. Bund E, 4. Bund A, 11. Bund D, 6. Bund G, 2. Bund B, 9. Bund E, 2. Bund B, 6. Bund G, 11. Bund D, 4. Bund A, 9. Bund E. Ja, demnächst wird dann mein Buch zu den Aufwärmübungen für die Akustikgitarre erscheinen. Das wird dann eine von den Übungen sein, aber da gibt es natürlich noch jede Menge anderer. Falls du Interesse daran hast, an diesem sehr wichtigen Thema für Gitarristen, wie ich finde, dann schau einfach in der nächsten Zeit immer wieder auf meiner Homepage mal vorbei unter www.matz-gitarren-kurse.de. Da findest du dann alle weiteren Informationen. Da findest du auch Informationen zu meinem Webcam- bzw. Skype-Unterricht. Ich unterrichte jetzt seit 30 Jahren und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Oder komm auf meiner Facebook- oder Twitter-Seite vorbei, abonniere meinen YouTube-Kanal, gib mir deinen Daumen hoch, das hilft mir als YouTuber sehr viel weiter. Wenn du meinen Kanal abonnierst, so rum, dann bleibst du eben immer auf dem Laufenden und schau dich einfach auf meinem Kanal um, da gibt es noch jede Menge anderes zu entdecken. In diesem Sinne wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der Gitarre, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!